heute kommt ein Haul von mir, weil sich in den letzten 2 Wochen ungefähr eine Menge angesammelt hat. Gestern war ich noch in Dortmund bei Primark und ich wollte euch zeigen, was es dort so gibt. Falls ihr vielleicht nicht gerade in der Stadt wohnt, wo es Primark gibt, dann könnt ihr sehen, was es da zurzeit alles gibt. Und ich würde sagen, ich fange an, es ist eine Menge. Fangen wir jetzt einfach mal mit Kiko an, wo ich gerade die Tüte hier habe. Dort haben wir, das sind meine Mutter und ich, wir kaufen uns immer zusammen Nagellacke, und so Herbsttöne gekauft einmal. Und zwar ist das einmal so ein, also auf den Nägeln ist das schon so ein Schokobraun, der sieht aber sehr schön aus. Und zwar ist das die 816 und hier ist so eine blöde Fliege, aber ich krieg die nicht weg. Und dann noch so ein, ich weiß nicht, ich glaube ihr seht die Farbe ganz gut, ja, die 318 und noch eigentlich für den Sommer passend, weil das so eine knallige Farbe ist, so ein Rot, aber irgendwie noch so ein kleiner Pinkstich, keine Ahnung, ich kann die Farbe echt schlecht erklären, aber das ist die 362. Das war's dann. Gehen wir mal zu Zara. Dort habe ich mir nämlich einen Schal gekauft. Und zwar sieht der so aus. Der hat einfach so ein Muster, ist sehr dick und auch sehr kuschelig. Und ja, den Preis weiß ich leider nicht mehr. Ich glaube, die kosten so um die 20 Euro bei Zara, ich bin mir nicht sicher. Dann gehen wir zu Gina Tricot wieder. Dort habe ich nämlich eine Hose gekauft. So. Die Hose hatte ich schon mal, aber die geht schon langsam kaputt und ich brauchte einfach eine neue. Und zwar ist das die hier, die ist halt so Anthrazit. Ganz normal skinny und ja, die sitzt sehr, sehr bequem und deswegen habe ich mir die nochmal gekauft und die hat 40 Euro gekostet. Dann, das war es auch bei Gina Tricot, dann habe ich vor ein paar Wochen bei Forever 21 bestellt und da habe ich 2 helle Pullover bestellt. Und zwar einmal den hier, der sitzt sehr locker, weil es auch eine große Größe ist, aber ich wollte ihn unbedingt haben. Der sieht so aus und hat halt unten so Spitze, was ich persönlich sehr, sehr schön finde. Und ist auch Crop-Top-mäßig geschnitten, also der ist ein bisschen kürzer. Dann noch ein hellen Pullover und zwar sieht, also hat der so ein Muster. Der sieht so ganz flauschig aus und ich dachte mir, der ist auch sehr perfekt für den Herbst. Und dann habe ich mir noch einen Pullover gekauft, einen hellen, den aber von Mango. Und zwar sieht der so aus. Der hat halt so, ist so grob gestrickt, würde ich sagen. Und der ist halt auch so cropped, also nicht ganz lang. Und der ist eher weiß und der geht halt ganz creme. Und ja, ich habe weiße Pullover gebraucht. Dann habe ich mir noch 2 Sachen bei Kleiderkreise bestellt. Und zwar 2 Sachen, die ich schon sehr lange haben wollte, aber halt in den Läden nicht gefunden habe und ja, die zufällig dort gefunden habe und dann dachte ich mir, das muss ich mir jetzt kaufen. Und ja, einmal ist es dieses Hemd hier, das ist so ein ganz normales schwarz-weiß kariertes und ja, ich finde die sehr schön, also die kann man immer sehr sportlich oder auch elegant mit einer Statement-Kette oder so kombinieren und das ist eigentlich von Gina Tricot und es hat nur 6 Euro gekostet. Und die gibt es jetzt auch wieder bei Mango und bei Zara und die kosten halt einfach 40 Euro. Und das war in einem sehr, also es ist in einem sehr guten Zustand, deswegen. Und dann habe ich mir noch einen Rock gekauft, der ist etwas zerknittert, aber der ist halt in so einem Bordeaux-Rot und ist halt auch passend für den Herbst. Und der ist von Brandy Melville. Und den habe ich, ich glaube 20 Euro oder so habe ich für den bezahlt. Finde ich ganz okay. Dann kommen wir rüber zu Primark, weil ich da wirklich eine Menge gekauft habe. Und zwar habe ich da erstmal so einen Pullover gekauft. Der ist auch nicht ganz lang, aber der ist eigentlich so mittelmäßig. Da stehen halt so ein paar Sachen drauf. Und ja, der ist ganz lässig. Und das Coole ist an dem, der ist extremst weich innen drin. Also ich weiß es nicht, bei Primark habe ich das noch nie erlebt, dass ein Pullover so weich ist. Aber ja, der hat mir sehr gut gefallen. Und wie teuer der jetzt war, weiß ich gar nicht. Und die Pullover bei Forever 21 haben, glaube ich, um die 20 Euro gekostet, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Dann haben wir, also ich habe mir sehr viele Strickjacken gekauft. Ich weiß es nicht, aber im Herbst trage ich
gerne so lange, flauschige Stricke. Und die ist jetzt noch etwas dünner. Und das ist halt so ein ganz normaler schwarzer Cardigan eigentlich, der hier halt so Taschen hat. Und ja, wie viel der kostet hat, weiß ich leider auch nicht mehr. Weil der kein Preis mehr dran ist. Von dem Oberteil weiß ich aber noch den Preis. Und zwar sieht es so aus. Das ist halt so ein bisschen anders geschnitten, würde ich sagen. Ich wollte das eigentlich schon so in eng haben und in cropped, dass es halt so eng sitzt und dass der Kragen hier weiter oben ist. Aber ich habe es nirgendwo in meiner Größe gefunden. Und bei Primark habe ich mir das jetzt in einer 32 mitgenommen, damit es enger sitzt. Aber ja. Wie gesagt, das ist cropped und das hat nur 1 Euro gekostet. Ich glaube, von 2,50 Euro auf 1 Euro war das runter reduziert und dann musste ich es einfach mitnehmen. Dann kommen die anderen 3 Strickjacken. Ich glaube, es kommt sogar noch eine. Und zwar ist das erstmal, das ist gar keine Strickjacke, aber das ist so eine, also ich weiß nicht. Ich glaube, hier werden sich die Meinungen spalten, aber ich finde die total cool. Die sieht halt aus wie ein Schaf. Aber ja, die ist sehr weich und innen drin ist die halt so, ich glaube, ihr seht das. Und ja, für den Herbst finde ich die sehr cool. Und die hat 25 Euro gekostet. Dann haben wir, oder ich, uns noch so ein Cardigan gekauft. Der hat eigentlich so ein sehr schönes Muster, meiner Meinung nach. Auch schön für den Herbst. Und ja, der ist sehr, sehr locker. Mit einer Leggings und einem Top oder so finde ich das sehr schön. Und der hat 15 Euro gekostet. Und darunter ist ein Schild. Da steht 14 Euro drauf, keine Ahnung. Aber ich finde, dass Primark auch teurer geworden ist. Also muss ich wirklich sagen, da gibt es, also vorher hat man T-Shirts und Pullovers für 5 Euro oder weniger sogar bekommen und mittlerweile sind die Sachen echt teuer geworden. Aber nun ja, kann man nichts machen. Dann habe ich mir noch ein Flauschig Cardigan gekauft. Der sieht so aus und der ist auch richtig, richtig weich. Der hat halt hier so eine Tasche und geht auch über Popo. Und ja, der ist richtig weich. Der hat 15 Euro gekostet. Gab es auch in schwarz, aber ich fand den jetzt in hell schöner. Okay, kurze Unterbrechung. Es geht jetzt weiter, aber mit einem neuen Hintergrund, weil ich das Zimmer wechseln musste. Und ja, wir machen einfach weiter. Ich habe mir noch ein, wie heißen die Dinger, Stirnband gekauft. Das ist so geflacht. Die gibt es auch bei H&M, also die gab es letztes Jahr. Das hat 3 Euro gekostet. Ich finde das voll süß, aber ich finde, ich sehe damit voll komisch aus. Egal. Dann habe ich noch nebenbei ein Raumduft gekauft in der Geruchsrichtung Jasmin. Ich habe mir letztes Mal eine Kerze mitgenommen. Das ist auch die Jasmin und die riecht richtig gut. Mal gucken, wie das so ist. Dann habe ich mir noch eine Velvet Plush Leggings gekauft. Also das ist so eine perfekt für den Winter. Die ist in drinnen. Muss ich euch kurz zeigen. Richtig flauschig, weich. Und das ist so eine richtige Leggings, weil ich habe noch eine mir letztes Jahr gekauft und die hat so die Naht, die so am Po lang geht. Wisst ihr, welche ich meine? Und die geht direkt in der Mitte wie eine richtige Leggings. Das finde ich sehr gut und die hat 7 Euro gekostet. Dann habe ich, nee, das ist gar nicht Primark, ein Parfum gekauft. Das sieht so aus. Ich finde die Verpackung richtig süß. Und es ist das He Loves Me Eau de Toilette. Das hat 2,50 Euro gekostet und das ist so ein, also hier vorne ist so eine Kugel. Das finde ich riecht sehr, sehr gut. Ich habe an der Kasse gesehen, das gibt es auch in groß. Naja, aber der Duft verfliegt halt relativ schnell. Dann noch ein Rock. Und zwar ist das so ein, wie nennen sich die Röcke gleich nochmal? So ein, ich glaube, Bleistiftrock. Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall ist der eigentlich so eng und hier ist halt so eine, hier ist das halt so ein bisschen durchsichtig, so ein Streifen, der durchsichtig ist. Ja, so und so einen gab es auch bei ASOS, der war aber um Mengen teurer und der hat jetzt nur
gute Frage. Ich weiß nicht mehr, was er gekostet hat, aber der war nicht teurer als 10 Euro, glaube ich. Ich glaube, der hat sogar nur 4 oder so gekostet, weil der runter reduziert war. Aber ich weiß nicht mehr ganz genau. Und dann hab ich noch Ringe mitgenommen. Und die sehen so aus. Ich glaube, ihr seht das gar nicht. Aber ich blende euch gleich mal eine Nahaufnahme auf. Ja, dann habe ich noch ein Kleidchen mitgenommen. Das ist so dunkelblau. Und ja, das hat hier eigentlich noch einen Gürtel zum Taillieren. Taillieren? Taillieren? Das hört sich ganz komisch an. Ja. Das sieht angezogen sehr, sehr schön aus. Und ich finde, es ist auch gut für den Herbst, weil das ist ja so ein dunkles Kleid. Und dann kommt noch eine Strickjacke, die gehört eigentlich meiner Oma, aber ich fand die so schön, deswegen wollte ich sie euch zeigen. Achso, das Kleid hat 16 Euro gekostet. Ich meine, die Kleider waren auch mal billiger bei Primark. Ich finde irgendwie, Primark wird immer teurer. Das ist so ein Cardigan, der ist ziemlich dick und eigentlich so voll schön und wollig. Der hat halt hinten so einen V-Ausschnitt, würde ich mal sagen. Und ich liebe dicke Cardigans für den Herbst. Es ist ein Must-Have. Und dann haben wir noch, oder ich habe mir noch zwei Paar Schuhe gekauft. Und zwar sind es einmal die hier. Ich fand die so toll, weil ich finde, diese sind ja diese Cutout-Boots. Und solche wollte ich haben. Und dann dachte ich mir, also, nimmst du die mit? Weil ich die eigentlich recht schön fand. Die haben halt hier so eine goldene Spanne. Und die haben aber 22 Euro gekostet. Ich wollte mir für den Herbst noch andere kaufen mit so einem dickeren Profil, aber ich habe noch keine schönen gefunden, deswegen habe ich mir erstmal übergangsweise die geholt und noch diese Sneakers, die haben so eine weiße Sohle, ich habe die jetzt schon getragen, deswegen sind die etwas dreckig und die haben so ein, so wie Schlangenmuster, finde ich sehr schön und die haben 9 Euro gekostet, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Dann habe ich mir noch zu guter Letzt so zwei Paar Strumpfhosen gekauft in schwarz, ganz normal, für 3 Euro und ja. Und dann habe ich noch mir so Kniestrümpfe von H&M gekauft und die haben um die 4 Euro oder 5 Euro gekostet, weil ich finde es sehr schön, wenn man so eine Strumpfhose anhat, die Kniestrümpfe, die Schuhe und dann vielleicht noch so ein Skaterrock, finde ich eigentlich ganz cool so für den Herbst. Deswegen habe ich mir die mal mitgenommen. Und ja, das war's. Das war eigentlich eine Menge. Ich habe hier ein Loch. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir euer Feedback da und schreibt mir Videowünsche in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!